Ich heiße Diana Stojcic und arbeite im Finance-Bereich. Im Finance gibt es unterschiedliche Bereiche. Ich selber bin im Regulatory Reporting Team. Wir sind für die Abgabe sämtlicher Meldungen an die europäischen und österreichischen Aufsichtsbehörden zuständig. Des Weiteren sind wir auch verantwortlich für die Meldungen unserer Zweigstelle in Deutschland an die Deutsche Bundesbank. Das heißt, wir übernehmen die Interaktion mit den verschiedenen Aufsichtsbehörden. Wir sind für die Implementierung neuer Meldeerfordernisse zuständig und arbeiten auch bei verschiedenen Projekten mit, wie zum Beispiel aktuell Basel IV und auch ESG. Und in unserer Abteilung werden auch die Risikodaten berechnet, die für die Steuerung der Bank sehr wichtig sind. Also ich persönlich habe mein Bachelorstudium an der WU Wien absolviert, habe danach berufsbegleitend mein Masterstudium an der FH Wiener Neustadt gemacht, dort mit der Spezialisierung europäischer Finanzierung und Risikomanagement. Ich habe auch danach dann in meiner damaligen Position bei SKS Austria den Zertifizierungslehrgang gemacht, Experte Bankenaufsichtsrecht, was mir eben ermöglicht hat, sozusagen mich noch genauer mit diesen Themen auseinanderzusetzen und im Bereich Meldewesen Fuß zu fassen. In der Kommunalkredit gefällt mir besonders gut, dass wir innerhalb des Teams, aber auch bereichsübergreifend sehr gut zusammenarbeiten.